Hallo und herzlich willkommen hier auf Führerler.de. In diesem Video möchten wir euch so die typischen Niveaus von Mathe-Abituraufgaben zeigen. Wir gehen dabei vor allem anhand der Aufgaben von Baden-Württemberg vor. Es sind Aufgaben im Bereich der analytischen Geometrie, das heißt Vektoren. Diese Aufgabe hier haben wir eine Gerade D, einen Punkt A, eine Ebene E und wir sollen schauen, ob der Punkt A auf der Geraden D liegt. Wir sollen schauen, ob G orthogonal ist zur Ebene E. Und wir sollen einen Punkt finden in der Ebene E, der den kleinsten Abstand zu A hat. Nun beginnen wir genau diese Reihenfolge. Wir sollen schauen, ob dieser Punkt A auf der Geraden D liegt. Nun, bei dem Punkt A ist das die x1-Koordinate, x2-Koordinate, x3-Koordinate. Das heißt, hier ist das die x1-Koordinate. x2-Koordinate die zweite Zeile, x3-Koordinate die dritte Zeile. Wir müssen jetzt schauen, ob wir ein T finden, sodass wir, also mit 1, 1, 0 plus irgendwas mal 2, 0, 1, 2, genau auf 3, 0, 2 als Ergebnis kommen. Nun schauen wir uns dazu einfach mal die oberste Zeile an. 1 plus wie viel mal 2 gibt 3? Ja, das heißt, da muss T schon automatisch 1 sein. Wenn wir T einsetzen, dann passiert hier 1 plus minus 1 gibt 0. Und 0 plus 2 gibt 2. Wir sehen also, mit t gleich 1 liegt der Punkt A auf der Geraden. Also, für t gleich 1, also 1, 1, 0, plus 2, minus 1, 2, dann gibt es 3, 0, 2. Also, liegt A in G. Würden wir kein einheitliches T finden, also müsste es in der zweiten oder dritten Zeile anders sein, in der ersten Zeile, dann würde einfach der Punkt A nicht auf der Geraden G liegen. Wir sollen zeigen, dass G orthogonal zur E ist. Orthogonal, das heißt, es steht im rechten Winkel dazu. Nun, was steht denn im rechten Winkel zu einer Ebene? Das ist der normale Vektor. Und den normalen Vektor, den kann man ja bei einer Ebene hier in der Koordinatendarstellung ganz einfach ablesen. Wir wissen ja, n, der normale Vektor, besteht einfach aus den Koeffizienten oder Vorfaktoren hier von unserer Ebenengleichung. Also 4 minus 2 und 4 ist der normale Vektor der Ebene. Der steht senkrecht auf der Ebene. Wenn jetzt der Richtungsvektor unserer Geraden ein Vielfaches von dem normalen Vektor ist, dann ist er parallel dazu. Dann steht er also auch senkrecht auf der Ebene. Nun schauen wir das mal an. 4 minus 2, 4, 2 minus 1, 2. Das ist genau der Faktor 2, mit dem sich die zwei Vektoren unterscheiden. Sie sind also parallel. Also n ist parallel zu unserem Richtungsvektor hier. So 2 minus 1, 2. Also wissen wir, G ist orthogonal zu E, steht senkrecht auf E. Nun sollen wir den Punkt P bestimmen, der sowohl in der Ebene E liegt, als auch den kleinsten Abstand zu A besitzt. Nun, den kleinsten Abstand von einem Punkt zu einem Punkt auf der Ebene, das ist immer die Verbindung ist eine Gerade und diese Gerade auf der Ebene, also wir suchen den Punkt in der Ebene, der den kleinsten Abstand zu dem Punkt A hat und müssen das einfach ganz einfach eine Gerade konstruieren, die rechtwinklig auf der Ebene zusteht. Das ist der kürzeste Abstand immer. Und wir suchen also eine Gerade, die orthogonal drauf ist, haben wir ja schon mit G, sie geht auch durch A, wir können es also dafür nutzen. Wir suchen schlussendlich jetzt also den Schnittpunkt von G mit E, weil das ist der Punkt, der den geringsten Abstand zu A hat, aber natürlich auch in der Ebene E liegt. Also, wir wollen E und G schneiden. Das ist jetzt hier in dem Fall recht einfach. Wir haben es in der Koordinatendarstellung. Wir wissen also 4x1 minus 2x2 plus 4x3 ist gleich 11. Wir wissen jetzt aber auch, x1 kann ich schreiben als 1 plus 2t. Also steht hier 4 mal 1 plus 2t minus
2 mal 1 minus t. Plus 4 mal 0 plus 2t. Also plus 4 mal 2t. Das soll 11 sein. Ihr seht, wir haben hier eine Gleichung mit einer Unbekannten, nicht mit dem t. Und das müssen wir uns einfach lösen. Dazu müssen wir erstmal hier alles ausmultiplizieren. Also haben wir hier stehen 4 plus 8t minus 2 minus minus, also plus 2t plus 8t sei 11. Ihr seht hier, 8 plus 2 plus 8 macht 18t. 4 minus 2 macht 2, soll 11 sein. Nun, wir sollen nach t auflösen, also minus 2, 18t ist gleich 9. Und jetzt teilen wir durch 18 und haben unser Ziel auch erreicht. Durch 18, t ist also 1,5. 9 durch 18 kann man mit 9 kürzen, 1,5. Jetzt haben wir also herausgefunden, t ist 1,5. Wir müssen also jetzt 1,5 hier als t einsetzen und wir bekommen unseren Schnittpunkt raus. Also den Ortsvektor p von unserem Punkt p erhalten wir, indem wir 1, 1, 0 plus 1,5 2 minus 1, 2 rechnen. Eins plus 1,5 mal 2, also 1 plus 1 gibt 2. 1 minus 1,5 gibt 1,5. Und 0 plus 1,5 mal 2 gibt 1. Das ist der Ortsvektor unseres Punktes, das heißt, unser Punkt P, den wir hier als letztes bestimmen sollten, hat einfach die Koordinaten 2, 1,5 und 1. Nun haben wir die Aufgabe also erledigt. Geht es nochmal Stück für Stück durch. Schaut auch sonst mal auf unserer Homepage vorbei, besucht uns bei Facebook und bleibt uns gewogen.